Herzlich willkommen zum nächsten kleinen Video. Wir sind hier wieder im Kongressstudio, um für dich ein nächstes Video aufzunehmen. Manuela, du bist dran. Ich bin dran. Ja, wir sind nämlich hier, weil wir natürlich noch immer über deinen Kongress sprechen wollen. Und zwar geht es jetzt um die vier Säulen, aus denen der Kongress besteht oder die du ausgesucht hast für den Kongress. Und eine, und ich glaube, die dich zumindest am meisten nicht ausmacht, aber wo du am meisten drin bist, ist die gewaltfreie Kommunikation, wo du viele Trainings gibst und einfach, wo du zu Hause bist. Ich zum Beispiel gar nicht. Deswegen bin ich auch besonders neugierig. Was ist das überhaupt? Gewaltfreie Kommunikation, gehört haben wir das, glaube ich, alle schon mal. Aber was bedeutet das wirklich? Jetzt habe ich hier eine Fachfrau, die muss ich das fragen. Genau. Was bedeutet das eigentlich? Die meisten Leute wissen, die gewaltfreie Kommunikation hat vier Schritte. Über die spreche ich ein bisschen später. Gut. Aber das, was die gewaltfreie Kommunikation wirklich ausmacht, ist die Haltung. Die Haltung, die davon ausgeht, dass sobald wir in Verbindung sind, die Lösung uns von selbst findet. Und ich habe es nicht anders erlebt. Ich unterrichte jetzt bald 20 Jahre. Nächstes Jahr sind es 20 Jahre, dass ich GFK unterrichte. Und ich habe es nicht anders erlebt. Das ist dort, wo ich immer sage, Wertschätzung wirkt Wunder. Es ist tatsächlich so. Es gibt so einen magischen Moment, wenn diese Haltung bleibt, dass ich, egal was du da drüben machst, in Verbindung bleibe und weiß, dass das, was bei mir ausgelöst ist, dass ich das verantworte und nicht du. Das ist so wie die Grundlage, dass ich weiß, ich bin getriggert bei meinen Punkten, die ich von der Prägung her aus dem Familiensystem mitbringe. Und du bist der Auslöser. Du da drüben, du bist der Auslöser, das stimmt. Aber ich bin total alleine verantwortlich für meine Reaktion. Da weißt du vielleicht nicht mal, dass du mich antriggerst. Da weißt du vielleicht nicht mal, was mir passiert ist, dass ich hier genauso reagiere. Und das kennst du vielleicht selber auch, dass du etwas sagst und jemand reagiert auf eine Art und Weise und du hast keine Ahnung, was hier passiert. Das stimmt, natürlich. Ich glaube, jeder hat das erlebt. Kennen wir alle. Was für eine Chance oder was kann ich tun, wenn ich bei dir jetzt was auslöse? Hast du da auch einen Tipp? Wenn du bei mir etwas auslöst, ist es total gut, wenn du kein schlechtes Gewissen hast zum Beispiel, oder dich nicht besonders schuldig fühlst. Das ist nicht ganz so einfach, darüber sprechen wir im Kongress. Und mir das überlässt, meine 50%. Und deine 50%, die könnten Bedauern zum Beispiel beinhalten, weil du das nicht gewusst hast. Ja. Oder kann ich auch Erstaunen? Oder das löst ja bei dir dann auch Erstaunen aus? Dann könntest du mir sagen, du, ich sehe jetzt gerade, du reagierst. Ah, jetzt erkläre ich rasch die vier Schritte, genau an diesem Beispiel. Ja. Oder? Ja, zum Beispiel. Ja. Ne, ich habe jetzt irgendwas gesagt, sei es auch nur, du hast aber eine schöne Kette um. Und ich denke, oh. Du sagst gleich, ja, ich weiß, die muss reparieren. Ja. Du reagierst so, wie ich jetzt nicht dachte, dass du reagierst und wie ich es auch überhaupt nicht gemeint habe. Ne? Und du denkst, ich spreche jetzt zuerst von dir und dann von mir. Und dann kannst du entweder Annahmen machen über mich und aufgrund dieser Annahmen mit mir sprechen, dann erreichst du mich noch weniger. Das ist so total klar, wenn man das so am kleinen Beispiel hat, oder? Dann erreichst du mich gar nicht. Wenn du aber den ersten Schritt nimmst und sagst, ich sehe, du bist jetzt gerade total, da hat sich was verändert.
wollte ich gerade sagen, wenn ich jetzt sage, du bist total. Das ist so eine Interpretation, genau. Du kannst sagen, ich höre, du sagst diese Kette, bla bla bla. Also hören und sehen ist eine wertfreie Beobachtung. Ich höre, dass du das sagst und ich sehe, dass du diese Handlung tust. Ja. Und sonst nichts. Es ist total entlastend, weil du musst alle deine Interpretationen, die du sonst machst, überhaupt nicht mehr, nicht mal denken. Oh, das würde mir aber, glaube ich, schwerfallen. Und ich glaube, den meisten, ist eine Übung. Die davon noch nicht gehört haben. Irgendwann ist es total angenehm. Und selbstverständlich sagen wir im Kurs, sagen mir viele Leute, das ist aber langweilig. Oder in Ägypten, ich habe mal in Ägypten 2-3 Jahre häufiger unterrichtet. Und dort geht man ja ganz stark von den Annahmen aus. Das ist eine gesellschaftliche Norm. Und dann haben die Leute in diesen Einführungsabenden empört gesagt, das ist aber langweilig. Ja. Bis sie dann verstanden haben, aha, da geht es um etwas ganz anderes. Es geht nämlich um Verbindung. Es geht nicht um Hype, sondern es geht um Verbindung. Und die Verbindung bekomme ich, indem ich sage, mein Gefühl. Ich bin irritiert zum Beispiel, die Manuela. Okay, also ich darf über mich und mein Gefühl natürlich sprechen. Ja, und du sollst gerne über dein Gefühl sprechen und über dein Bedürfnis. Du, ich möchte gerne wissen, was jetzt hier los ist mit dir. Ah, das ist mein Bedürfnis dann. Ja, ganz bestimmt. Und dann kommt die Bitte, das ist die Verbindung. Das wäre zum Beispiel, kannst du mir das sagen, was hier los ist bei dir? Mhm. Und dann bin ich wieder geholt sozusagen. Also dann erstmal bin ich ja irritiert, dann nehme ich wahr, was ich sehe und höre, dann spüre ich nochmal, was ich gerade selber spüre und sage, spreche das dann aus. Mhm. Und dann hole ich dich wieder rein, indem ich dich darum bitte, mir zu erklären, was los ist. Und ich darf selbstverständlich Nein sagen als Bitte. Also es geht nicht um eine Forderung. Du kannst auch sagen, nein, das geht dich nichts an. Genau. Aber wenn ich das will, dann kann ich hier genau dasselbe tun und sagen, du hast das und das gesagt. Mhm. Ich sehe, ich höre. Das hat bei mir das und das bewirkt. Gefühlsmäßig. Mhm. Weißt du, das macht mich immer total wütend, wenn die Leute über diese Kette reden. Das höre ich jeden Tag. Es geht mir so auf den Wecker. Ich hätte gerne, dass ich einfach in Ruhe mit dieser Kette rumlaufen kann, weil die gefällt mir so. Ja. Und dann kann ich mir bitte aussprechen und sagen, kannst du das verstehen? Mhm. Okay, und ich kann dann immer noch sagen, nö, finde ich total. Genau. Und dann kann ich eine nächste Bitte aussprechen und sagen, möchtest du es gerne verstehen oder ist es für dich nicht wichtig? Mhm. Okay. Kannst du fühlen, schon nur im Beispiel. Ja, das ist, haben wir das ja erstmal konstruiert auch und wollen ja das auch jetzt gerade lernen und verstehen oder ich möchte es gerne lernen und verstehen. Wenn ich natürlich im Alltag bin, wie machst du das, dass ich mich daran erinnere, wie ich kommuniziere, an diese 4 Schritte? Das Allerwichtigste ist, Stopp sagen zu können. Wenn wir beschleunigen, also wenn wir angetriggert sind, ich sage immer, die roten Knöpfe gedrückt sind, dann gehen wir von unserem Körpersystem her auf einen Überlebensmodus von Kämpfen, Flüchten, Todstellen. Ja. Dann kriegt man Adrenalin ins Blut. Wenn man Adrenalin ins Blut kriegt, dann ist diese, wenn du dir hier das Hirn hast und die inneren Teile des Hirns und hier diese quasi moderne, ersten paar Millionen Jahre alte obere Schicht, der Neokortex, der ist so aktiviert, wenn wir uns ärgern, dass der eigentlich wegfällt. Dann sind wir, dann sind wir hier in diesem Modus. Und wir haben keine guten Lösungen. Wir haben einfach keine guten Lösungen. Also ist gut zu sagen, stopp und bewegen. Weil Bewegung baut Adrenalin ab, das wir ins Blut kriegen. Für diesen Überlebensmodus. Mhm. Weil dieser Überlebensmodus macht alles, dass wir wirklich gut ausgestattet sind im Körper, um zu flüchten oder zu kämpfen. Ihr kennt das, wenn ihr Adrenalin ins Blut bekommt, dann wird der Puls schneller und der Blutdruck wird höher
Aber nicht nur das, die Verdauung wird abgeschaltet, weil es einfach so unpraktisch ist, wenn ich kämpfen sollte, ich meinem Gegenüber sagen muss, Entschuldigung, ich muss noch rasch aufs Klo. Ja. Das ist nicht praktisch. Das ist unpraktisch, wenn Mammut kommt. So. Ja. Es gibt auch noch andere ganz interessante Teile, die dann wirklich aktiv werden. Und um Adrenalin abzubauen, damit diese obere Schicht hier wieder draufkommt und wir wieder vernünftig und ein bisschen sachlich und nicht so angstvoll denken können, ist gut zu bewegen. Und wenn ich nicht raus kann und spazieren oder in der Wohnung rumlaufen oder im Büro rasch aufs Klo, dann ist es gut, wenn ich zum Beispiel einfach nur das mache, unter dem Tisch in der Sitzung zum Beispiel, oder die Füße so bewege. Ah, okay. Atmen ist wichtig. So. Ich denke auch, durch dieses bewusst Bewegen ist auch so ein bisschen wie so ein Anker aus dem NLP. Jetzt, wenn ich das mache, dann war doch was. Genau. So. Stopp sagen ist das Wichtigste. Verlangsamen. Mhm. Und das ist das, was man lernen muss. Alles andere schon auch. Aber Stopp sagen ist für viele Leute das Allerwichtigste, weil wir natürlich mit Gewohnheiten, wir kommen mit einer Bibliothek von Gewohnheiten in diese Situation. Und dann sind wir so auf Autopilot. Absolut, ja, ja. Das erlebe ich ja auch als Paartherapeutin, wie Paare den immer gleichen... immer dasselbe, oder? Ja, ja, genau. Und selbstverständlich sagen ganz viele Leute, ich bin halt so spontan. Aber es ist total langweilig, weil es ist immer dasselbe. Ja, ja, ja. Und ich habe hier Speaker, genau, Susanne Marx, die erzählt zum Beispiel, wie man, mit dir spreche ich über Herzintelligenz, und über Klopfen am Körper, auf den Meridianen, also auf Energiebahnen, damit man sich da auch runterfahren kann. Das ist total angenehm. Und ich habe natürlich Leute, die über GFK sprechen. Ja, genau. Und die auch alle nochmal andere Aspekte beleuchten wahrscheinlich. Oh, es war wunderbar, diese... sind, glaube ich, fünf. Ja, sind fünf. Also einerseits habe ich gesprochen über, was bedeutet eigentlich Empathie? Weil Empathie ja auch so wichtig ist, ja, in der gewaltfreien Kommunikation. Also Klarheit, Wertschätzung und Empathie. Das sind so die drei Säulen. Mhm. Und der Marshall Rosenberg hat ja ganz viel Empathie gegeben, auch in Konflikten, in großen Gruppenkonflikten und internationalen Konflikten, und hat dann aber von den Menschen, die Empathie bekommen haben, auch verlangt, freiwillig natürlich, aber verlangt, dass die dann denjenigen, die sie als ihre Feinde anschauen, auch Empathie geben. Also er war total konsequent in dieser Verbindung. Also das ist etwas, was man richtig bewusst tun kann, Empathie geben. Ich kenne das als, ich bin empathisch oder ich bin nicht empathisch. Aber du benutzt es gerade ganz anders, nämlich Empathie geben. Das ist für die GFK-Leute ganz vertraut, aber für mich ist es gerade neu. Das ist ganz interessant. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die Tanja Singer. Sie habe ich nicht beim Kongress. Ich werde sie ein nächstes Mal befragen, weil sie ist beim zweiten Kongress. Ja, sie ist Hirnforscherin und hat eine ausgedehnte Studie gemacht über Empathie. Und sie sagt, wie man das lernen kann, damit es nachhaltig ist. Also man kann das lernen. Ja. Und du sprichst aber in dem Kongress, jetzt sprichst du mit jemand anders, aber auch über Empathie. Ich spreche mit der Gabriele Warner über Empathie. Ja. Sie macht mit dem Tom Bond, das ist ein Amerikaner, der mit Marshall zusammengearbeitet hat, die machen zusammen einen Online-Jahreskurs, 52 Wochen empathisch unterwegs sein. Okay. Und mit ihr spreche ich einfach ganz, ganz, ganz im Detail, wie funktioniert denn Empathie? Mit ihr bespreche ich das. Ja, toll. Und die Annette Zupke, mit ihr, sie ist
großartig. Sie hat nicht nur GFK gelernt, sondern etwas, das heißt Restorative Circles und Restorative Justice. Und diese Menschen gehen davon aus, wir bilden Kreise, das ist für Gemeinschaften auch gedacht, nicht nur für Einzelpersonen. Wir bilden Kreise, wenn hier Probleme auftauchen. Und in diesen Kreisen, die werden so geführt, dass jeder, der will, gehört wird. Und das ist, gehört werden ist etwas, was für uns zentral ist, egal in welcher Situation wir sind. Und das ist absolut befriedend. Restorative Justice macht das auch mit Straftäterinnen und Straftätern. Und darüber spreche ich mit ihr auch. Und das ist, also ich, in diesem Interview hatte ich dauernd das Taschentuch dabei. Also unglaublich berührt. Wow, ja. Also, aber das ist ja, wenn man hört, Straftäter, Straftäterin, das ist ja auch selbst im ganz normalen Familienalltag, einer fühlt sich doch mal schuldig oder auch wirklich hat ein schlechtes Gewissen oder manchmal ganz ohne Grund, manchmal auch wirklich mit Grund, ohne dass das gleich, aber das Thema, du hast mir was angetan oder du müsstest anders sein und ich bin das arme Opfer, spielt auch in Familien eine Rolle. Absolut, absolut. Es gibt ja auch so viel Gewalt in Familien und deshalb habe ich das. Über System sprechen wir dann in einem nächsten Video. Ja. Habe ich da auch das System mit reingenommen, weil das ja uns derart prägt. Mhm. Und ich möchte aber noch jemand anders benennen. Da hatte ich das Interview gerade heute Morgen und deshalb kann ich jetzt gerade erzählen, wie das war. Ich habe die Cornelia Timm befragt. Sie ist Mediatorin und GFK-Trainerin und mit ihr habe ich darüber gesprochen, wie das ist, wenn Paare zu ihr kommen, die sich trennen wollen, die bereits getrennt sind. Also mit ihr habe ich gesprochen darüber, was kann man denn tun, wenn man getrennt ist und es nicht klappt, auch mit Kindern, oder kurz vor einer Trennung steht und es nochmal probieren will. Mhm. Und da erzählt sie auch absolut berührende Geschichten aus ihrem Arbeitsalltag. Ja, toll. Da freue ich mich persönlich natürlich sehr drauf, weil das ja mein Arbeitsalltag auch ist. Ja. Und ich finde es immer wieder spannend und anregend, auch andere zu hören, die da Profis sind. Ja, sehr bereichernd. Mhm. Genau. Ja, soweit mal für heute. Ja, schön. Dann haben wir, das ist so die Säule, die eine von den vier Säulen, das Thema nämlich Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation. Die anderen drei Säulen, die kommen im nächsten Video oder eins. Genau. Drei Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.